Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Steinböcke, zu eurer Monatslegung für den April 2023 und herzlich willkommen bei mir wieder bei eurer Crazy Owl. Hallo an alle alten Hasen und ein herzliches Willkommen an alle Neuzugänge. Schön, dass ihr mich gefunden habt. Wir legen heute mit dem Engel, mit dem Krafttier-Orakel von Jean Ruland, dem Tarot Graulux von Ciro Marchetti, Erat Aliquando von Yonanda Latura und dem Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Selbstverständlich gibt's für euch auch eine Faul-Rune für den Monat dazu. Infos zu den verwendeten Kartendecks, den Runen und den Link zum Shop findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ja, Wilma ist natürlich auch am Start und schaut, dass hier bei der Legung alles seine Richtigkeit hat. Und es ist eine allgemeine Legung für alle, die den Stand im Standzeichen Steinbock haben oder im Mond, Venus oder als Aszendent. Das ist eine allgemeine Legung, mit der du in Resonanz gehen kannst, musst es aber nicht. Schau die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Und wenn das diesmal nicht deine Legung ist, dann mach's bitte auch nicht zu deiner. Dann ist vielleicht der passende Impuls in deinem Venus, Mond oder Aszendenten enthalten. Wenn dir diese Legung zu einem späteren Zeitpunkt begegnet, diese Legungen sind zeitlos, auch wenn ich sie jetzt für den April festgelegt habe. Wenn sie dir zu einem späteren Zeitpunkt vor die Füße fällt, dann wird das seinen Grund haben. Und ja, auch dann. Schau einfach in deiner eigenen Verantwortung. Sollte in einem dieser beiden Decks die Dame fallen, so bist du als Zuschauer für mich immer die Dame und das Gegenüber wäre der Herr. Sollte bei dir die Rollen vertauscht sein oder gleichgeschlechtlich, dann schau einfach in deine eigenen Stimmigkeit und switch dir die Rollen gegebenenfalls. Da bist du in deiner Situation am besten drin und kannst das beurteilen. Genau, ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Dann geht's jetzt los mit der Legung und wir schauen erstmal, welches Krafttier euch, liebe Steinböcke, im April begleitet. Welches Krafttier begleitet die Steinböcke im April? Welches Krafttier begleitet die Steinböcke im April 2020? Da haben wir gleich zwei. Oha, also wir haben den Drachen. Befreiung, Entfesselung. Dynamische Kräfte helfen dir, dich zu entwickeln und von alten Fesseln zu befreien. Lerne, den Drachen zu reiten. Und wir haben die Kuh. Fülle, Segen. Die Glücksgöttin Fortuna schüttet jetzt ihr Füllhorn über dich aus. Großer Segen kündigt sich an. Wow, also hier steht scheinbar für euch, liebe Steinböcke, ein richtiger Befreiungsschlag an, der zu einer absoluten Fülle führt, auf die ihr vielleicht ja auch schon sehr lange wartet. Schauen wir mal, was denn die weiteren Karten uns hier noch zu erzählen haben. Was war, was ist, in welcher Energie starten die Steinböcke in den April 2023? Was war, was ist? Das ging schnell. Wir haben die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche ist das Wasser des Wassers. Das Wasser hat ja immer zwei Seiten. Ne? Es ist ja schön, wenn das fließt und trockene Böden mit dem Wasser wieder tränkt, sodass Fruchtbares wachsen kann. Wenn aber zu viel Wasser ist, können wir manchmal auch in unseren Gefühlswogen oder Gefühlstsunamis wahrlich ertrinken. Beide Seiten könnten hier am Start sein. Die Königin ist eine sehr gefühlvolle Königin. Solltest du dich in dieser Königin wiederfinden, ist es eben diese Energie, dass die sehr verbunden ist mit ihrer Gefühlswelt. Diese Königin braucht aber manchmal auch Zeit, um diese Gefühle zu sortieren. Und negativ ausgeprägt wäre die Königin der Kelche manchmal auch eine Drama Queen, die es schafft, eben, wenn sie von ihren Gefühlen überrollt wird, in dem Gefühlstsunami eben völlig ausgeliefert zu sein. Schauen wir mal, was war, was ist. Welche Energie, mit welcher Energie startet ihr, liebe Steinböcke, in den April? Was war, was ist?
Wir haben alte Pfade, neue Wege. Was war, was ist? Ich hätte gerne bis zu 4 Karten, bitte. Jawohl. Der Zauberknoten. Die Taube. Eine würde ich noch nehmen. Jawohl. Und die leere Karte, die besagt, alle Kräfte wirken. Ich lege gleich noch die Lenormand-Karten dazu. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Steinböcke in den April? Eine würde ich noch nehmen. Dankeschön. So, da haben wir den Stern und das Haus. Okay, also. Ihr startet in der Energie alte Pfade, neue Wege. Und dies hat mit einer Verbindung zu tun, die mit dem Zauberknoten gekennzeichnet ist. Der Zauberknoten beruht auf der Rune Othala, die für das Lösen oder Binden steht und oftmals auf eine Seelenverbindung hindeutet. Da wäre jetzt natürlich die Königin der Kelche auch sehr schön in Resonanz, ne? Also so eine Seelenverbindung, wenn man da drin steckt, die holt ja manchmal auch Gefühle in einem hervor, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und hier bist du vielleicht wirklich gerade an dem Punkt, wo du sagst, okay, welche alten Pfade will ich denn vielleicht auf ganz neue Art und Weise beschreiten? Speziell, was diese Seelenverbindung ansteht. Und mit der Taube bist du hier in einer Energie, wo du sagst, du willst hier, vielleicht gab es in dieser Seelenverbindung Diskussionen, Streit, Verletzungen, viele Tränen mit der Königin der Kelche vielleicht auch. Natürlich auch wunderschöne, intensive Momente. Aber vielleicht ist hier ja auch mal das ein oder andere harsche Wort gefallen, denn mir kommt hier rein, dass du eine friedvolle Kommunikation anzustreben scheinst, aber auch, also nicht nur friedvoll, sondern auch im Reinen mit dir selbst diese Kommunikation führen möchtest. Und wenn hier gerade ein Kontaktabbruch oder so ein neuer Status quo gefunden werden muss in dieser Seelenverbindung, ist hier noch alles offen. Denn die leere Karte sagt, hier wirken alle Kräfte und es ist noch ungewiss, wie der neue Status quo aussehen wird. Es geht aktuell vielleicht für dich wieder echt bei dir anzukommen mit dem Haus, deine eigene Stabilität zu finden, den neuen Status quo eben zu definieren, auch wenn du hier eben am Überlegen bist, ne, wie will ich denn neue Wege beschreiten? Welche alten Pfade will ich hinter mir lassen? Und hier lässt du dich wohl sehr von der Spiritualität führen. Der Stern steht für Anerkennung, für Erfolg, für Spiritualität, auch für viele. Ja, und da bist du vielleicht auch so bei dem Punkt, wo du sagst, ja, ich lasse mich von Zeichen auch führen, ja, um wieder ganz bei mir zu sein. Oftmals ist es in Seelenverbindungen ja auch so, dass diese Verbindungen so viel Raum und so viel Energie einnehmen, dass die eigene Energie oftmals mehr beim Gegenüber ist als bei dir selbst. Und vielleicht ist das so ein Punkt, wo du gerade so am Austarieren bist und sagst, okay, in meine Mitte zu kommen, für mich zu schauen, was ist ein friedvoller, stimmiger Weg für mich. Und wie du dich entscheiden wirst, ist mit der leeren Karte hier noch offen. Gut, dann schauen wir mal, was kommt denn auf die Steinböcke im April zu? Was kommt auf die Steinböcke im April zu? Was kommt auf die Steinböcke? Da hat sich was umgedreht. Das Ass der Kelche. Oh, und schaut mal, auf der Unterseite liegt der Narr. Hier liegt ein Neuanfang, ein neues Abenteuer in der verdeckten Energie. Das Ass der Kelche. Asse stehen immer für Chancen und das Ass der Kelche steht für eine gefühlvolle Chance. Du bist hier in dem Bestreben, friedvoll in dieser Seelenverbindung neue Wege zu finden
Und hier kommt im April eine gefühlvolle Chance auf dich zu, um dies vielleicht auch meistern zu können. Schauen wir mal, was das Erat Aliquando hier noch ergänzen mag. Was kommt auf die Steinböcke zu mit diesem Ass der Kelche? Einen haben wir schon. Da haben wir die Sanduhr. Okay. Dann haben wir die hohe Mauer, Überfluss, den Herrn und die Schnecke. Ja. Uppala, und verdeckte Energie haben wir die Fee. Schauen wir mal, was da noch das Lenormand ergänzen will. Ja, also aktuell liegt mir hier im April, wenn es hier um eine spezielle Seelenverbindung geht, das kann jetzt Freundschaften, die Liebe, Arbeitskollegen betreffen. Also nur dieser Zauberknoten bezieht sich nicht nur auf die Liebe, sondern einfach auf Menschen, mit denen man eine ganz intensive Seelenverbindung hat. Und mit der Sanduhr, die auch noch hier auf die Schnecke spiegelt, ist hier eine langsame Bewegung angezeigt. Ja, mit der Sanduhr ist vielleicht die Lehre im April auch für dich, dich mit dem Thema Zeit zu befassen. Alles geschieht zur rechten Zeit. Wann die rechte Zeit gekommen ist, entscheidet nicht unser Ego, sondern die Schöpfung. Die Schöpfung weiß am besten, wann die rechte Zeit ist. Also, hier scheint es noch Zeit zu brauchen, bis die hohe Mauer hier, und das ist jetzt die Frage, wer hat diese hohe Mauer errichtet, ob du oder dein Gegenüber? Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass vielleicht du auch diese Mauer oder diese Distanz reingebracht hast, um dir Zeit zu nehmen, eben deine Gefühle, ne, zu klären. Wie willst du diese friedvolle Kommunikation in dieser speziellen Verbindung für dich angehen? Was ist für dich der neue Weg, für den jetzt die Zeit dann reif wird? Und solange ist aber diese Blockade noch am Wirken. Dann haben wir die Karte Überfluss. Also vielleicht gab es wirklich diesen Überfluss an Gefühlen, vielleicht wirkt er auch im April noch weiter. Und das ist auch diesem Herrn bewusst, denn der schaut genau auf den Überfluss. Vielleicht kann es hier auch sein, dass es diesem Herrn, wenn das dein Gegenüber wäre, wäre das der gereifte Herr. Der weiß sehr wohl um seine Gefühle, aber er spricht diese vielleicht nicht immer aus. Er zeigt diese Gefühle durch seine Taten. Und wir haben hier in der verdeckten Energie die Fee. Es kann also gut sein, dass es sich hier vielleicht noch, wenn es hier um ein klassisches Gegenüber gibt, handelt, dass es hier noch eine weitere Person gibt, die da eine Rolle spielt, vielleicht seine noch Ex, wie auch immer Partnerin. Und diese Frau scheint mir in einer neidvollen, negativen, sage ich jetzt mal, Energie zu sein. Die schwarze Fee ist die schwarze Fee, da sie Verletzungen erfahren hat. Und aus diesen Verletzungen, diesen tiefen Verletzungen heraus, neidet sie manchmal auch den anderen ihr Glück und versucht diesen das Glück madig zu machen. Und da kann es natürlich sein, wenn er hier wirklich noch mit einer dritten, also mit einer zweiten Partnerin zu tun hat, nicht nur mit dir, dass es ihm einfach, dass dieser Überfluss negativ behaftet ist und es ihm einfach zu viel wird im April. Und er deshalb eben ne, diese Mauer aufbaut und als Dinge auf die lange Bank schiebt. Denn dass er sich nicht schnell bewegen will, sagt mir die Schnecke. Die Schnecke steht immer für die Langsamkeit. Und auch die Lenormand-Karten sagen mir hier leider, dass eine Neuausrichtung bei dir und bei ihm stattfindet oder auf dieses Projekt oder diese Person, auf die du schaust. Hier findet eine Neuausrichtung statt, die aktuell noch eine große Herausforderung darstellt und blockiert mit dem Berg. Dieser Berg sagt aber auch, dass dieses Hindernis nicht unüberwindbar ist.
Ja, mit der entsprechenden Ausrüstung kann man diese Blockade aus der Welt schaffen. Dafür muss aber jeder erstmal seine Neuausrichtung ja, festgelegt haben. Und hier darfst du vielleicht auch noch mal diese gefühlvolle Chance, ne, wenn du hier noch vielleicht auch sehr mit Traurigkeit zu kämpfen hattest und versuchst irgendwie einen Weg zu finden, eine friedvolle Kommunikation hinzubekommen, darfst du vielleicht auch erkennen, denn das Ass der Kelche, da ist ja nur ein Kelch drauf, dass du allein auch erfüllt bist. Und dass das, ich beschreibe das immer ganz gern mit so einer Sahnetorte, du als Sahnetorte, ist, also dein Leben als Sahnetorte ist unglaublich lecker. Und wenn es hier um ein spezielles Gegenüber geht oder eine spezielle Person, auf die du hier schaust, wäre er vielleicht oder sie die Kirsche auf dieser Torte, aber die Torte ist auch ohne diese Kirsche echt lecker. Und vielleicht geht es darum, auch das zu erkennen. Schauen wir mal, was denn der Tipp des Universums für dich ist. Was ist der Tipp des Universums für die Steinböcke? Das sind jetzt ein bisschen viele, meine Lieben. Ich hätte gerne ein bis maximal zwei Karten. Ein bis zwei Karten. Ja. Die Acht der Kelche. Ja. Die wollt ihr jetzt bestimmt nicht hören, wenn es hier um eine Liebesverbindung geht, denn die Acht der Kelche ist der Abschied schweren Herzens. Die Acht der Kelche sagt einfach, dass hier Gefühle, ja, hier waren Gefühle am Fließen. Sie sind im Erdreich versickert, aber es ist nichts Fruchtbares daraus hervorgegangen. Und das kann für euch wirklich der Hinweis sein. Ja, ich habe bei euch wirklich überall Kelchkarten. Ihr seid als Steinböcke in Erdzeichen. Und ich habe bei euch, es geht wahnsinnig viel um diese Gefühle. Vielleicht habt ihr wirklich hier mit der Königin der Kelche unglaublich viel Gefühl in diese Verbindung investiert. Aber euch wurde nicht das gereicht, was ihr verdient, erhofft oder erträumt habt. Und manchmal ist es eben auch an der Zeit, ein Nein im Außen auszusprechen und sich damit ein Ja für sich selbst zu geben. Ja, der Tipp des Universums. Also schaut, wo sind erfüllende Verbindungen auf Augenhöhe? Ja, prüft es. Denn wie oft hattet ihr das vielleicht schon in eurem Leben, dass ihr investiert habt, emotional, finanziell, gedanklich, energetisch? Ja, und am Schluss der wart, der hier ohne irgendeinen Kelch von dannen zieht. Vielleicht ist das auch ein Muster, das ihr hier durchbrechen dürft, denn ne, wir haben ja den Drachen mit Befreiung und Fesselung, um den Drachen zu reiten und dann eben mit der Kuh in die Fülle zu gehen. Was sagt denn Erat Ali Kwando dazu? Was ist denn der Tipp des Universums für die Steinböcke? Okay, das sind jetzt echt viele, aber das soll wohl so sein. So, also wir haben das Durcheinander, wir haben das Vermissen. Ja. Wir haben den Fuchs. Ich muss das ein bisschen verschieben, sonst seht ihr das gar nicht alles. Wir haben den Fuchs, das Schneeglöckchen, die uralte Mooreiche, der Wolf und die Dame. Ich habe hier, ja, ich habe eine Geschichte liegen. Also, jedes Mal, bisher war das vielleicht so, der Tipp vom Universum ist, es war jedes Mal vielleicht so, dass ihr wirklich bereit wart, okay, jetzt bin ich raus aus dieser Verbindung, ich gehe jetzt alte Pfade, ich gehe jetzt neue Wege. Ne? Und immer wieder tauchte dieser Herr aus der Versenkung auf. Wir haben hier nämlich die uralte Mooreiche. Also dieses Gegenüber, um das es hier geht,
taucht immer wieder aus der Versenkung auf. Und ihr dürft euch vielleicht wirklich dieses Muster bewusst machen. Man ging, weil die Kelche geleert waren. Ihr wart in einem großen Durcheinander, von großen Vermissen geprägt. Ja, habt versucht, ich muss euch das so rum zeigen, weil dann seht ihr das so, wie es bei mir auf dem Tisch liegt. So, ihr wart vom großen Vermissen geprägt, habt versucht, eure Fährte wieder aufzunehmen, ja, eure Sterne neu zu justieren und euer Funkeln wieder ins Leuchten zu bringen. Und das ist euch nicht das erste Mal passiert, sondern ich habe das Gefühl, hier geht's wirklich drum mit dem Drachen, sich aus diesem Muster zu befreien. Und dann kam, ja, nachdem ihr euch so langsam wieder sortiert habt und euer Standchen wieder gefunden habt und euren Weg gefunden habt, dann kamen hier auf einmal wieder so zarte Annäherungsversuche mit dem Schneeglöckchen, zarte Funkelmomente, er tauchte aus der Versenkung wieder auf, ja, mit dem Argument vielleicht, ja, ich weiß jetzt genau, wo mein Weg lang geht, ich bin mir jetzt total klar, er macht dir viele Hoffnungen, blibla blub, ja, und du dachtest, juhu, am Anfang bin ich nüchtern und standhaft geblieben und ich glaube ihm das jetzt mal und ich lasse mich drauf ein. Und dann begann der Kreislauf von vorne und die Kelche wurden wieder ausgeleert und ihr standet da mit 8 leeren Kelchen und wusstet nicht, wer bin ich. Ja, dann ging es wieder los, ihr wart durcheinander, ihr habt ihn vermisst, ihr habt versucht, eure Fährte neu aufzunehmen, eure Sterne zu sortieren, euer Funkeln wieder zu entdecken. Ja, ihr merkte, okay, die kommt wieder in ihre Kraft. Blub, da bin ich wieder und erzähle ihr ein, ne, als Wolf, ne, erzähle ich ihr ein, hey, ich weiß jetzt genau, wo mein Weg lang geht, ich weiß, das Rudel zu führen. Und die wichtigste Karte ist für mich aber diese Dame hier. Denn diese Dame ist nicht in der Illusion gefangen. Sie weiß um ihre Gefühle, aber sie hat Herz und Verstand im Einklang. Und das ist der Tipp des Universums. Sollte hier wirklich diese Blockade fallen, was noch nicht an der Zeit ist, denn mit der Schnecke ist das irgendwas, was sich immer wieder in die Länge zieht. Es gilt für euch hier, wirklich bei euch zu bleiben und den Tatsachen ins Auge zu sehen. Seid offenherzig, aber auch vom Verstand her offen. Und versucht das, wenn dieses Gegenüber dann wirklich wieder aus der Versenkung auftauchen sollte, prüft gut, ob ihr hier nicht wieder in den Teufelskreis gelangt und dann diese Endlosschleife immer wieder startet. Prüft gut. Ne? Also lerne den Drachen zu reiten, sagt ja der Drache. Befreie und entfessle dich. Lerne den Drachen zu reiten, dann kann Fülle und Segen mit der Kuh bei dir Einzug halten. So, das Lenormand ergänzt noch den Hund. Also der Hund ist eine klassische Seelenpartnerkarte. Er steht für Treue, Loyalität, Freundschaft. So, und das beim Tipp des Universums. Also prüft wirklich, sollte er wieder aus der Versenkung auftauchen, ob die Zeit wirklich schon reif ist für Treue und Loyalität. Hast du deine Lernprozesse gemeistert? Hat dein Gegenüber die Lernprozesse gemeistert? Prüfe gut. Okay, also, wie geht's weiter? Schauen wir mal die Outcome-Karten an. Wie geht es weiter? Da haben wir die 7 der Stäbe. Die 7 der Stäbe bringt dich in eine gewisse Verteidigungshaltung. Das ist im Grunde eine stimmige Energie, ja, weil wenn er hier wieder aus der Versenkung auftaucht und dir die Story vom toten Pferd erzählt, ist es wirklich gut, wenn du ein bisschen auf Abwehrhaltung bist, um wirklich zu prüfen. Du sollst ja prüfen, ist er mit dem Hund, ist er schon in der Loyalitätsstufe, ist er so gereift, dass wirklich eine Begegnung auf einem neuen Pfad möglich ist. Und du bist hier mit den 7 der Stäben in der Abwehrhaltung. Ja, wir haben hier den Bären mit dem Winter.
Der Bär steht für die Süße des Lebens. Du hast dir, der nächste Schritt wird sein, du hast dir die Verteidigungshaltung zugelegt, weil du eben langsam wieder in der Lage bist, aus deinem Winterschlaf zu erwachen und die Süße des Lebens zu genießen. Und du willst diese Schöpfungsgeschenke, diese schönen Treffen, die da vielleicht auch einfach, du nimmst dir wieder Zeit für Freunde, für Hobbys, für Dinge, die dir gut tun, ja, du willst diese Geschenke auch annehmen und genießen. Und es kann wirklich gut sein, dass du im Weiteren erstmal sehr reserviert sein solltest, sollte diese Person, auf die du hier schaust, nochmal auf dich zukommen. Aber das ist ja nicht das Ende dieser Legung, sondern ihr wisst ja, das ist ja nur ein Ausblick und die Geschichte geht weiter. Also wir werden sehen, was sich da im Weiteren für euch tut. So, welche Runenkraft begleitet denn die Steinböcke im April? Da habe ich sie. Die Sovelu. Die Sovelu ist die Sonne. Die Sovelu ist die Sonne, sie steht für die Wärme, für die Lebenskraft, für die Durchlichtung, für die Erleuchtung auch, für Wärme und Geborgenheit und sie steht auch für Sieg. Die Sovelu hilft dir auch, diesen Transformationsprozess, ja, dich aus ungesunden Verstrickungen auch zu befreien mit dem Drachen. Da hilft dir die Sovelu nochmal, weil die Sovelu eben sagt, ja, ey, wir bringen, also die Sonne geht immer wieder auf, ja, und die Strahlkraft der Sonne ist unerreicht. Und so gilt es auch für dich, wieder in diese Strahlkraft zu kommen, um dann eben Fülle und Segen zu erfahren, denn Wasser hattest du ja hier zum Start dieser Legung mit den vielen Kelchkarten mehr als genug, lieber Steinbock. Das waren eure Karten für den April, ihr Lieben. Ich freue mich über Likes, Abos, Kommentare, wenn ihr meine Videos teilt oder mir ein Feedback hier da lasst, freue ich mich sehr drüber. Fühlt euch umärmelt, habt einen guten April und ich sage bis zum nächsten Video. Eure Crazy Owl. Macht's gut. Ciao, ciao.